das ist? Eine Dreiviertelstunde von hier. Ach so, du bist ja gar nicht so weit weg. Brandenburg-Havel. Ja, und ihr wart so weiter weg hier. Sondern Rheinland-Pfalz, fast 8 Stunden Fahrt. Das ist eine größere Strecke. Ja, ja. Aber das ist es wert. Und heute zur Friedensdemo. Genau, für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Im August. Ja. Genau. Was hast du mitgebracht für Botschaft? Meine Heimat sind frei. Meine Gedanken sind frei. Oh, schön. Genau, so soll es sein. Meine auch, richtig. Gut. Danke. Gut, wir sehen uns vielleicht nachher nochmal. Ja? Bestimmt. Jetzt mal zum Brandenburger Tor, da geht's los um 13 Uhr. Ihr seid auch da. Natürlich. Definitiv. Alles klar, wir sehen uns. Bis gleich. Tschüss. Lass mich mal damit fahren. Ja, so meine Freunde, meine Gedanken sind auch frei. Kollegen aus Rheinland-Pfalz und hier um die Ecke treffen sich. Jetzt um 13 Uhr geht's los am Brandenburger Tor. Friedensdemo, alljährlich im August. Schon fast Tradition, leider. Aber wir werden sehen. Mal sehen, wie viele sich treffen heute im August. Regnen tut es jetzt bis jetzt noch nicht. Und wir werden heute, glaube ich, trocken bleiben. Dass sie das Aeroflot noch nicht verboten haben. Okay. So, jetzt geht es hier rüber. Da vorne ist das Brandenburger Tor. Mal gucken, was sie organisiert haben. Heute sollen ja einige gute Redner am Start sein. Soweit ich weiß, was im Vorfeld angekündigt war. Ich denke, es werden noch viele, viele Menschen kommen heute. Und ich nehme euch mal mit. Ne? Ja, und hier sind wir wieder vor der russischen Botschaft. Wieder das Mahnmal des Krieges. Ja, soll sich jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. Krieg ist scheiße, ist egal aus welcher Richtung man das betrachtet. Ja, und jetzt geht schon wieder eine Bombe hoch. Ich glaube, im Schützengraben verrecken die Leute auf allen Seiten. Hier jetzt natürlich nur die Ukrainer, die Russen sind natürlich nicht am Start. Aber, naja, Krieg ist scheiße. So sieht's aus. Was wichtig ist, die müssen wir loswerden. Die Herren, jawohl, die Amis go. Aber die Regierung, ich meine, das nicht die Menschen, ne, die einfangen. Ja, da bin ich auch voll bei dir, weil die Menschen haben nichts gegeneinander. Das sind nur Regierungen, die gegeneinander was haben. Der Ami macht ich liebe alle Menschen. Ja. Der Ami, der macht so viele Kriege weltweit und das ist in Ordnung. Ne? Ja, das sagt keiner. Na. Und jetzt mal sehen, was in Afrika passiert. Ja, ja mit Mali, ne? Ja, ja, wenn das Uran knapp wird für Frankreich. Oder Niger, ja, Niger, genauso. Genau. Ja. Ja, werden wir sehen, ne? Ja. Ja, gut, jetzt Schluss, demonstrieren und revolutionieren. Ja, ja, genau. Sag mal, dass die NATO, und die Bühne steht da schon, die NATO, der Aggressor ist. Natürlich, die Amis und die NATO, das sind die Weltaggressoren. Ne? Ja, es gibt keinen anderen. Ja. Es gibt keinen anderen. Und was mit Russland ist in Donbass, das wissen wir alle, was da seit 2014 abläuft. Ne? Ja, ich bin gerade am Mahnmal vorbeigegangen. Ja. Und da sage ich ja auch, Mensch, das sind doch alle Scheiße. Also, die Leute sterben in Schützengräben und es ist doch scheißegal, auf welcher Seite sie sterben. Ja. Sind junge Burschen, junge Menschen, die eigentlich nicht in den Krieg ziehen wollen. Nee, die werden verheizt. Ja. Für die Interessen der Machthaber. Machthaber, genau. Ja, okay. Schöne Zeit wünsche ich erstmal. Ja, ne? Na dann. Hallöchen. Mahlzeit. Der erste war ein Ticks mir. Ach, guck mal an, der Lothar. Sei gegrüßt, mein Lieber. Machst du heute einen Ordner hier? Auch immer. Ja, was geht heute ab? Hä? Was geht heute ab? Schauen wir mal, ne? Ja, ich habe auch schon gesagt, Mensch, das geht mal. Einfach überraschen lassen, was hier passiert, ja. Ja. Wie geht's dir? Sehr gut. Wir haben es lange nicht gesehen. Genau. Also Veränderungen passiert bei dir? Naja, ich bin nochmal Papa geworden, bin mittlerweile auch Opa geworden. Du bist ja hart am Arbeiten. Ja. Nee, ich meine auch hier jetzt, wo ist jetzt deine... Ja, oder sprichst du mal die Basis, was macht die Basis eigentlich? Die steht da. Ja, die steht da. Genau. Die steht und ruht und in sich und Steht also, und ruht in sich. Ja, weiß ich,
kann da keine Auskunft geben als Nichtmitglied. Ja. Ist es ausgeschieden? Ja, schon länger. Ja. Bitte? Warum machst du da nicht mehr? Partei ist nicht der Weg, hat sich in 2,5 Jahren gezeigt. Ja. Hat sich das nicht von Anfang an gesagt? Wenn es eine Organisation schafft, nicht schafft, Lügner und Machtmenschen davon abzuhalten, in die Spitzenpositionen zu kommen. Ja, jetzt weiß ich, die haben keine Spitzenposition, aber sowas wie Bundesvorstand, Landesvorstände und so, dann hat diese Organisation versagt. Und da muss man halt persönliche Konsequenzen ziehen. Also bist du jetzt ein bisschen enttäuscht? Oder? Ja, auf jeden Fall. Aber was machst du jetzt? Na, ich bin einmal natürlich immer noch hier in der Nachfolgeorganisation von Querdenken, das heißt Nachfolger, also es hat sich ja ergeben aus den Geschichten, wir sind viele, hier eben Demo mit aufbauen und vorplanen und alles drumherum, solidarische Landwirtschaft aufbauen, solche Sachen. Ja. Sehr schön. Genau. Also aktiv sein, ja, ne? Und nicht nur Parteitage genau. Abhalten. Nee, genau, genau. Du warst noch da damals, weißt du, ja. Der Hannoveraner. Alles eine super Erfahrung, aber eine Bestätigung. Genau, das muss man als Erfahrung mitnehmen und es hätte auch klappen können, aber es war, man ist torpediert worden, überall wo man basisdemokratische Strukturen errichten wollte, kamen die Leute, die gesagt haben, wir haben dafür keine Zeit, wir haben dafür keine Muße. Es ist, mittlerweile haben sie auf dem letzten Parteitag, den habe ich mir ja noch mit angucken dürfen im Livestream, wurde ja schon erzählt, dass Basisdemokratie an sich etwas für Romantiker ist und wir jetzt in die Politik müssen. Ja. Also, uns anschließen müssen in der Da war für mich dann endgültig ein Aus, ich war da schon ausgetreten, aber dass ein Ex-Vorstand sagt, dass Basisdemokratie ist was für Romantiker, dann frage ich mich, wozu den Namen. Ja. Was wünschst du der Basis? Ja? Was wünschst du der Basis? Eine basisdemokratische Struktur. Alles klar. Ja. Aber die wird nicht mehr kommen. Also nicht mit der Partei, das schaffen die nicht. Oh, das ist halt ziemlich kritisch. Da sind jetzt die ganzen Altparteiler dran, die sagen, die wissen, wie Politik geht, die uns ja 70 Jahre lang gezeigt haben, wie Altparteien Politik gemacht wird. So muss es jetzt weitergehen. Wir brauchen dringend ein Programm, um den Leuten zu erzählen, was für sie die Lösung ist. Hör auf, hör auf. Ahoi, Kamerad. Hey, Alexander, obwohl es hier nicht bin. Ja, so, jetzt sehen wir hier mal rein. Wir wollen hier eine Lucellina machen. Thank you.
politische Reformen, die einen Ausverkauf unserer Menschenrechte an Konzerngloballisten verhindern. Freie und unabhängige Medien und Wissenschaften ohne Zensur. Wir fordern eine glasklare Aufarbeitung der Corona-Politik der letzten Jahre. Wir fordern auch den sofortigen Stopp der sogenannten Covid-Impfung. Und wir wollen unser heißgeliebtes Bargeld behalten. Sind. Wir möchten nochmal explizit darauf hinweisen, dass bei dieser Veranstaltung Extremismus, Gewalt, Antisemitismus, Rassismus und jedwede Art von menschenverachtendem Gedankengut keinen Platz hat. Jawohl. Für euch, die ihr jetzt lacht. Langsam mal wieder mehr werden. Ja, heute ist aber wieder ganz gut, ne? Ist ganz gut, aber ihr messen am 20. oder am 21. an die nicht genehmigten Demos, da waren wir ja 2021 noch mehr. Ja, verteilt auf ganz Berlin oder was. Ich weiß dann überlegt, eigentlich denke ich da ja nicht dran zurück an das Katzenmaus-Spiel. Ja, ja. Und ich hatte ja auch das Glück, dass ich leider, dass ich Gott sei Dank in keine Einkesselung gekommen bin. Nur eh mal von so einem Söldner von Fahrrad geschubst wurde. Ja. Sind wir heil davon gekommen? Bin heil davon gekommen. Wollte mich in den Gebüsch verstecken, aber dann dachte ein anderer Demonstrant, ich brauche Hilfe und hab mich dann aus dem Gebüsch da rausgeholt. Ja, ich wünsche dir erstmal eine schöne Zeit heute noch. Ich auch. Wir sehen uns nachher noch. Genau. Mal sehen. Ja. Mach schöne Aufnahmen. Na, auf jeden Fall. Und sie gründeten die legendäre Zeitung Der Demokratische Widerstand, Anselm Lenz und Henrik Sonnkamp. Vielen Dank. Guten Tag. Am 25. März 2020 beschloss der Bundestag das sogenannte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Dieses trat am 27. März in Kraft. Nur einen Tag später, am 28. März, kamen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin Demokraten zusammen,
Demokratiebewegung in Deutschland entstand. Überall standen die Menschen auf den Straßen und Plätzen ihrer Stadt und demonstrierten mit dem Grundgesetz, für das Grundgesetz, für Versammlungsfreiheit, für die Freiheit der Meinung, für die Freiheit der Kunst, für die Freiheit der Presse, für die Freiheit der Wissenschaft, für Freizügigkeit und für die Würde des Menschen. Mit dem Grundgesetz demonstrierten, wurden wir von Beginn an von der Polizei abgeräumt. Das Grundgesetz sei eine verbotene Meinungsäußerung, sagten sie. Kurz darauf entstand in Stuttgart die Initiative Querdenken. Für den 1. August meldete eine Demonstration für 500.000 Menschen in Berlin an. Und die kamen und noch viel mehr. Es bildet sich hier ein gigantischer Umzug durch die Stadt. Die Stimmung war euphorisch. Die Pandemie ist vorbei. Wir sind so viele. Gegen uns kann diese Regierung nicht einfach weitermachen. Der Umzug mündete auf der Straße des 17. Juni. Da vorne. Die Endkundgebung begann und wurde dann nach wenigen Sprechern von Polizeitruppen abgebrochen. Wir blieben friedlich. Wir haben das Zeichen gesetzt. Gegen so viele Menschen werden sie ihren lügnerischen Obrigkeitsstaat nicht mehr durchziehen wollen. Aber am Abend erfuhren wir dann, dass nicht 500.000, 700.000, 1,3 Millionen Menschen da waren, sondern 17.000. Sie loben die Zahl so klein. Jeder, der sagte, 17.000 viel zu klein, sollte dann auf einmal wieder Lügner und Verschwörungsideologe sein. So perfide war das. Aber wir kamen wieder. Und am 28. und 29. August 2020 waren die Tage der Freiheit in Berlin auf dem großen Stern. Und diese Demonstration konnten wir durchziehen. Ein gigantisches Zeichen des Aufbruchs für ein demokratischeres Deutschland. Und wir waren gekommen, um zu bleiben. Doch die Polizei knüppelte in der Nacht und am Morgen alles nieder, was auf dem Platz war. Schwangere und alte Frauen wurden von dieser Regierung durch den Tiergarten gejagt, zu Boden geworfen und zusammengeschlagen. Und was nicht gezeigt wurde, waren nicht die friedlichen Bilder dieser Riesendemonstration, sondern ein Fototermin auf den Reichstagstreppen und der maßgeblichen Beteiligung des Inlandsgeheimdienstes. Dieses Regime wollte nicht nachgeben. Das machten sie klar. Sie würden niemals von ihrem Kurs ablassen. Kommen für die Republik Hunderttausende, dann sollten es nur ein paar Versprengte sein. Kamen wieder Hunderttausende, sollte Kaiser Wilhelm wieder aus dem Grab aussteigen. Lügner! Es kam der nächste Cold Winter. Wieder Lockdowns, Massentestungen, 7-Tage-Inzidenzen, Infektionsschutzgesetze, Bundesnotbremsen und dann wieder Sommer und wieder August. Sie hatten diesmal gelernt. Nomen est omen. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel, SPD, ließ diese Demonstration verfassungswidrig verbieten. Doch der Widerstand lässt sich nicht verbieten. Wir trafen uns am Olympiastadion. Wieder Hunderttausende. Sie drängten uns auf einer Kreuzung zusammen. Und dann kam der Durchbruch für die Freiheit. Ein gigantischer Demonstrationszug bahnte sich durch den Weg durch die Stadt. Vom Olympiastadion hinab zum Zoo, zum Alexanderplatz. Gut organisiert, entschlossen, friedlich. Weiter geht's. Von unserer Seite aus war alles friedlich. Doch die Staatsmacht prügelte los. Sie prügelte dermaßen los, dass der UN-Folterkommissar Nils Melzer sich einschaltete und Untersuchungen anstellte. Das Aufbegehren wiederholte sich am 28. und 29. August in Berlin. Dort starb ein Mensch. Und der nächste Winter kam und die Drohung der Impfpflicht. Überall im Land entstanden die Montagsspaziergänge. Dezentral, wie von Anfang an. Wir sind die rote Linie. Was haben Sie nicht alles mit uns gemacht? Sie haben uns angelogen. Sie haben uns zu Hause
eingesperrt. Sie haben unsere Geschäfte geschlossen. Sie haben uns am Arbeitsplatz drangsaliert. Sie haben Freundschaften zerstört und Familien zerrissen. Sie haben uns beschimpft und verleumdet. Sie haben unsere Konten gesperrt. Sie haben uns gejagt. Sie haben uns geschlagen. Sie haben uns getreten. Sie sind mit Schlagstöcken und Gewehren in der Hand zu uns in unser Zuhause gekommen. Sie haben uns in Psychiatrien weggesperrt. Sie haben uns ins Gefängnis gesteckt. Sie haben uns mit Spritzen gejagt. Sie haben unübersehbar viele Menschen für immer gezeichnet. Sie haben Menschen getötet. Sie haben Russland den Krieg erklärt. Sie haben unsere Heizung gesprengt und sie haben unsere Heizung sprengen lassen. Sie haben uns bestohlen und verarmt. Ihr Krieg in der Ukraine hat Millionen Menschen fliehen lassen. Ihr Krieg hat Hunderttausende das Leben gekostet. Sie sind von Recht, Gesetz und Verfassung haben sie sich verabschiedet und sie wollen ewig leben. Nein, nichts lebt ewig. Wir wurden bei all dem nicht gefragt. Wir wurden nicht gefragt, ob wir unsere Alten einsam sperren lassen wollen. Wir wurden nicht gefragt, ob wir Kinder hinter Masken zwängen wollen. Wir wurden nicht gefragt, ob wir Menschen mit Spritzen töten wollen. Wir wurden nicht gefragt, ob wir unser Geld für Kampfpanzer, Marschflugkörper und Bombenhagel ausgeben wollen. Wir sind hier, weil wir das nicht wollen. Lieg ich da richtig? Democracy sterben lassen. Liege ich da richtig? Ja! Wir sind hier, weil wir etwas anderes wollen. Liege ich da richtig? Ja! Wir sind hier, weil wir Frieden und Demokratie hier in Deutschland haben wollen. Liege ich da richtig? Wir sind hier, weil wir über die grundlegenden Fragen selbst entscheiden wollen. Liege ich da richtig? Vielen Dank, eine gelungene Demo uns allen. Bis später zur DW-Akademie. Und wenn ihr den Refrain einmal gehört habt, dann könnt ihr ihn beim nächsten Mal mitsingen. Es ist einfach nur Sommer und mal sonnig und warm. Aber im Fernsehen kommt nur noch was mit Hitzealarm, weil durch die Dämse droht der Risikogruppe dort tot. Kleine Anmerkung, Dämse heißt auf Hochdeutsch Hitze, schwüle Hitze könnte man sagen. Meine Mutter rufen die jetzt vom Gesundheitsamt bei mehr als 30 Grad früh und abends an und fragen, ob die noch lebt. Die nennen das Hitzetodcheck. Hitzetodcheck, ich schmeiße mich weg. Ist mir zu warm, geh ich ins Freibad rein und packe mir genügend Bier zum Trinken ein. Auch noch so circa 2 Stück bin ich letztens eingenickt. Kann ja mal passieren. Der Bademeister hat mich sofort wieder aufgeweckt und mit so einem Defibrillator erschreckt, weil der zur Sicherheit checkt, dass niemand an der Hitze verreckt. Und alle singen mit. Hitze to check, ich schmeiße mich weg. Hitze to check, das ist nur jetzt Niveau.
gestorben ist, gab's lauter Hundelein mit der ihrem Totenschein. Wegen aktueller Anordnung vom RKI lag die wochenlang im Kühlschrank in der Pathologie. Es wurde Hitze nur klar, die angeblich Todesursache war. Hitze tot, check, ich schmeiße mich weg. Snibor. Hitze tot, check, das ist doch jetzt Snibor. Oder was meint ihr? Das kann doch Snibor sein. Vor allen Dingen, und jetzt kommt die Strophe für heute. Mein lieber Scholli, sowas hatten wir doch schon immer. Es fing an mit C und hörte auf mit A. Fantasier ich bloß, oder geht das schon wieder hier los? Mein lieber Scholli, Hitze, Lockdown, oh nee, bitte nicht. Hitzschlag, Inzidenz, Hitze-App und Sonnenhutpflicht. Hitzeschutzimpfung und Hitzebürger-Testzentrum. Und mal zusammen alle auf Sächsisch! Hitze tut, check, ich schmeiße mich weg. Nimmer. Hitze tut, check, das ist doch jetzt Nimmer. Das ist doch jetzt Nimmer, Herr Minister. Das ist doch jetzt Niveau. Das ist doch jetzt Niveau. Ja, vielen Dank. Nach der Demo noch mal mehr, der Lust hat. Vorne rechts am Messstand habe ich ein paar CDs noch zu verkaufen. Bis dann und ja, gut Spaziergang. Passt auf euch auf. Schönen Sonnenschutz haben. Bis dann. Tschüss. Morgen ist der Jahrestag von Hiroshima und das ist ein weiterer wichtiger Tag, denn wir haben aktuell eine Eskalationsgefahr. Und es finden morgen große Veranstaltungen in New York, London, Indien, Malaysia, Südafrika, in Mexiko, in fast allen Kontinenten. Die ganze Welt trifft sich zur Mahnwache, damit wir diese nukleare Eskalation nicht zulassen. Humanityforpeace.net, diese Veranstaltung ist Teil davon. Heute Abend ist auch im Volkspark Friedrichshain an der Weltfriedensglocke eine Nacht der Kerzen. Morgen um 10 Uhr auch nochmal eine Mahnwache. Das heißt, der Frieden ist für dieses Wochenende. Und wir als Querdenker haben eine Verantwortung. Empörung oder Angst verursachen sollen, sollen wir abgelenkt werden. Wir haben auch gar keinen. Wo ist das? Von daher ist es so wichtig, dass wir immer wieder in unserer Mitte uns verankern. Aber guckst du es falsch, ob du von hier gucken. Dass wir das Auge im Sturm. Ja, so ist besser. Kennzeichen D. Genau, Deutschland. Und Frieden. Körper. Mit unserem Atem. Wie geht's euch? Gut. Super Stimmung. Seid ihr immer dabei? Ja. Beziehungsweise wechselt. Das ist auch mal einer Weisheit. Wechselt ihr oder ab oder hast du immer das D? Nee, wechsel doch mal. Wechselt unterschiedlich. Genau. Guck mal das E und mal das N. Verstand und das klare Denken. Ja, aber das ist schon eine schöne Nummer. Ja. Licht hat auch dran. Genau, Licht ist auch dran. Wir haben es dann. Wir haben es, ne? Ihr seid ja immer sehr stark präsent, ja, mit diesen symbolischen Sachen. Ja. Sachsen fallen immer auf. Nee, immer Frieden und immer Freiheit. Ich möchte euch einladen, für einen Moment die Augen zu schließen. Und die Assange-Leute auch? Das ist Freiburg. Das ist Freiburg. Ja. Das ist der Hochsachsen. Ja, ja. Wir kooperieren miteinander so ein bisschen. Wir stimmen uns dann auch ein bisschen ab, was wir gerade zeigen wollen. Sehr schön. Ja. Wie du bist. Ja. Also jeder, der deine Gesundheit, dein Geist, alles angreift, das ist die rote Linie. Ja, genau. Hast du recht. Ja. Hausrecht, ne? Ja, man muss einfach höher gucken. Das Hausrecht des Körpers. Nee, eigentlich Menschenrecht, Naturrecht. Oh ja, so. Ja, ja, kann man ja gleich setzen. Darauf sollte eigentlich alles andere aufgebaut sein. Menschenschutzgebiet, genau das habe ich mir mal auch ausgedacht schon mal. Dass ich mal zur UNESCO gehe und den Menschen unter Naturschutz stelle. Oder könnten wir so in Naturschutzgebieten für Menschen leben? Das ist ja dann so reservarmäßig wie bei den Indianern, wa? Ja, ja, wie bei den Indianern. Aber es wird ja dann auch immer kleiner. Naja, aber die haben doch ihr Casino
die reichen Amis aus. Naja, wenn das Geld da ankommen würde und gut gebraucht wäre. Aber sind nicht manche schon Menschenschutzideen? Der Mensch ist eine aussterbende Rasse. Absolut, ja. Naja, offensichtlich ist ja erkennbar, dass die meisten, die hier ganz entspannt nur leben wollen, ja im Prinzip vom Aussterben bedroht sind. Wenn ich alleine daran denke, wie viele Rentner, die hart arbeitende Menschen in ihrem Menschenleben waren, jetzt um Pfandflaschen kämpfen müssen, also sind schon vom Aussterben bedroht, ja. Alle schicken mal, geht gleich los. Gleich heben wir ab. Was? Gleich heben wir ab. Ja, eben mal. Ne? Da geht's mit Zero Gravity durch Berlin. Jawohl. Naja, immer da live dabei. Ne? Die Freedom Parade. So. Kein Menschenleben ist mehr oder weniger wert. Menschenleben sind alle gleich viel wert. Das Wichtigste. Dieser Lauf ist für alle, die bei der regelmäßig angebotenen Kriegspropaganda auch zukünftig herzlich, aber bestimmt Nein sagen wollen. Alle, die in Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung leben möchten, sind herzlich eingeladen, sich hier anzuschließen. Wir Menschen zusammen in Frieden für den Wandel. So etwas hat noch nie funktioniert, denn dann hätten wir in den letzten 10 Jahren jeden Krieg ganz schnell stoppen können. Es ist nur eine Möglichkeit, wenn 2 Länder im Krieg stehen, dass es mit Verhandlungen beginnt, einen Waffenstillstand zu erzielen und dann lieber, wie Helmut Schmidt sagte, 100 Stunden verhandeln, aber bitte kein Mal schießen. Menschenleben sind nicht ersetzbar. Auch mal wieder hier. Hallo, ja, klar. Gut, selber. Ja. Der Kampf geht weiter. Ja, klar, klar. Man geht halt auf die Straße. Wenn alle rufen, dann folgt man natürlich. Und heute ist natürlich wieder wunderbar hier mit dem Wagen. Also Nein zu Rüstung und Krieg. Wetter passt. Wetter passt.
Und letztes Mal haben wir uns ja im tiefsten Winter getroffen. Da waren auch viele, da waren wahrscheinlich noch mehr Leute hier. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir so viele Leute auf die Straße bekommen haben. Das wird in Zukunft wahrscheinlich, es wird einfach super werden, weil wir halt immer dieses Zeichen setzen. Müsste man es ja auch ablesen können in den Daten. Ja. Müsste ja messbar sein. Ja. Der Anstieg ist aber nicht. Das versuche ich hier auch zu sagen. Ich müsste eigentlich mal als Vorschlag für eine Querdenkerbühne einen Chemieprofessor aus der Humboldt-Universität holen mit seinen entsprechenden Messinstrumenten und mal in der Öffentlichkeit mal einen Test machen, woraus setzt sich aktuell hier in Berlin die Luft zusammen. Wie hoch sind tatsächlich die Anteile? Nicht das, was wir in den Büchern lesen, sondern vor Ort mal eine richtige öffentliche Messung machen. Ja. Und dann den Leuten sagen, so ist aktuell der CO2-Gehalt in der Atmosphäre in Berlin. Das wäre mal eine öffentliche Performance, eine Kunstaktion, oder wie man es nennen will, mit wissenschaftlichem Hintergrund. Das könnte man machen. Die haben bestimmt in der Universität hier die entsprechenden Instrumente, um eine Analyse der Atmosphäre hier in Berlin zu machen. Das würde ich vorschlagen. Dann kann man nämlich sagen, das ist jetzt aktuell der aktuelle Wert. So hoch ist der CO2-Gehalt hier in der Luft. Und nicht irgendwelche anderen Daten, was in der Hand hat, was aktuell ist. Das würde ich vorschlagen, dass man das mit Querdenken mal macht. Das wäre mal eine wirklich handfeste Geschichte. Vielleicht haben wir ja einen Anstoß jetzt eben. Ja. Weil dann kann man nicht sagen, das ist aus irgendwelchen Kanälen, aus irgendwelchen Büchern, die veraltet sind. Genau, danke. Sondern das ist jetzt der aktuelle. Ja, das bin ich dabei. Da wäre ich dafür. Gut, weil die Uhr manchmal. Okay, ciao. Geht's Ihnen gut? Hey, hi, grüß dich, servus, schön dich zu sehen. Seit Mai 2021 kenne ich dich. Ja, ganz genau, schon lange her. Aber immer am Start, ne? Thank you.
alles so schön? Ja, weil so viele tolle Menschen heute wieder mal hier sind. Ja, machst du Applaus, ja? Ja, ich applaudiere unseren Menschen gegenüber, dass wir alle hier in Berlin heute sind. Ja, so das schön. Dritte Mal. Mittlerweile, ja. Das ist traurig. Ja, das ist das absolute Deprimierende, dass das nicht endlich mal aufhört. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, aber wir kämpfen weiter, ne? Bis zum bitteren Ende. Ich habe 2020 im August gesagt, ich bleibe so lange auf der Straße, bis die Regierung und alle, die damit beigetragen sind, in Handschellen abgeführt worden sind. Ja, oder zumindest, wenn sie sich selbst richten, das wäre das Schönste. Nach ihren Gesetzen. Dann müssen wir das ja nicht tun. Eben, das sollten sie selber machen. Aber die haben noch nicht die Einsicht. Nee, noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Naja, weiter so, es geht. Auf jeden Fall. Na? Für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Ja, und die Friedensparade. Schon hier waren. Doch, schöne Stadt. Ja. Und vor allem, man kann hier spazieren gehen. Und ich habe sie auch nicht kennengelernt durch die ganze Katastrophe. Tatsächlich nicht. Als Bundeshauptstadt. Alles klar. Ja, in dem Sinne, schöne Zeit. Ebenso, danke dir. Für Frieden, Freiheit. Ebenso. Und Selbstbestimmung. Und Selbstbestimmung, na klar. Ja. Du sollst ja das behandeln statt verheizen. Sich wie. Alles gut bei dir?
Was, euer Vorsitzender? Unser neuer Vorsitzender, Sven. Na ja, der Lager. Nee, heute, Eindruck? 5.000 sind wir jetzt wieder zusammen. 5.000? Ja, 5.000. Oh, das wird schon hinkommen. Am Brandenburger Tor waren wir 3.000. Ja, aber jetzt sind es mehr, auf jeden Fall. Jetzt sind mehr, genau. Mal gucken, vielleicht werden wir ganz viele zum Schluss. Weil wir ja auch die... Naja. Aber Revolution wird heute nicht passieren. Aber Zeichen gesetzt. Ja, wichtig ist, dass man ja auch seinen Standpunkt klar macht. Ja, auf alle Fälle. Ja. Also ich habe heute extra verzichtet auf das Festival. Du wärst eigentlich über Bayern gegangen. Ja, ich wär gerne in Köstnitz, ja. Aber das Ziel ist wichtiger. Man muss Prioritäten setzen. Ja, der Rock'n'Roll, den haben wir jeden Tag. Ja, Rock'n'Roll haben wir jeden Tag. Und die Revolution gibt es nur einmal. Heute nicht. Heute noch nicht. Ja, gut. Dann steht schon ein Termin fest für die Revolution. Ja, steht schon ein Termin fest für die Revolution? Zukunft. Und zwar aller Zukunft. Eine andere Zukunft wird es nicht geben. Ohne Revolution nicht. Genau. Das ist der Termin für die Revolution. Zukunft. Unsere Zukunft. Gar kein Scherz, ne? Kein Scherz, ne? Schluss mit der psychologischen Kriegsführung. Schluss mit der Verdummung der Menschen. Schluss mit einseitiger Berichterstattung und Propaganda. Und nochmal für alle unsere Kritiker: Grundrechte heißen Grundrechte, weil sie immer gelten müssen. Und Grundrechte sind keine Rechte, die wir für uns geltend machen müssen, sondern der Staat muss sie uns zu jeder Zeit gewähren. Artikel 1 bis 20 unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung, das sind Abwehrrechte gegen einen möglicherweise übergriffigen oder kriegstreibenden Staat. Also es sind Rechte für dich und für dich und für mich, aber es sind keine Rechte für diesen Staat, es sind Pflichten! Wir hatten hier die veritable größte Gesundheitskrise seit Menschengedenken. Das nannte sich Corona. Kann sich noch jemand daran erinnern? Covid-19! Erinnert sich noch jemand an Covid-19? Es war doch das Seltsamste, was es jemals gab, dieses Covid-19. Man durfte eigentlich immer in meinem Leben zu allen möglichen Fragen stellen, außer zu Covid-19. Da hieß es zu jedem Zeitpunkt, stelle keine Fragen, glaube einfach dem Mann im Fernseher. Das, was der Mann im Fernseher sagt, das ist richtig. Mach das einfach genauso. Dann bist du ein guter Mensch. Aber wenn du damals Fragen gestellt hast zu Corona, dann warst du ein weißer Rassist, dann warst du potenzieller NPD-Wähler, dann warst du ein Neonazi oder gar ein Antisemit.
Also ich komme aus Memmingen. Ja, was machst du hier? Ja, hier auf die Demo gehen. Schon klar, oder? Also das muss man doch. Blöde Frage, ne? So viele coole Leute, wo trifft die sonst? Ja, auf anderen Demos, aber da ist wahrscheinlich eine richtig geile Demo. Ja, man trifft viele Leute. Ne, die ja, man klar, wenn die campen ja alle. Ja. Nicht alle, aber ein großer Teil. Ich bin vorher hinkommen und das erste Auto sehe, hol mir Kennzeichen, lauf ins Eck rum, denke ich, super, kenne ich ja schon. Wie geil ist das? Dann am Zug, ich habe nicht genau gewusst, welches gleich war, aber sind unübersichtlich. Dann gehe ich hinten, hey, glaub, du fährst doch genau dahin, wo ich auch immer so einen Button dran hatte. Ich weiß, super, und so haben wir uns schon kennengelernt. Also, ist doch super. Man erkennt sich, ne? Ja, das ist doch schön. Ja, was erwartest du vielleicht für die Zukunft, ein Wort für die Zukunft? Ja, auf jeden Fall, dass sie sehen, dass sie uns mit einbeziehen müssen. Ihnen einfach aufdrücken müssen, irgendwie so. Also einfach sie einsperren. Wer lässt sich schon freiwillig einsperren? Ja. Naja. Wir müssen die Bundeswehr entwaffnen und alle Soldaten in die Wüste schicken, um Bäume zu pflanzen. Ne? Das bringt mein was. Reden, mein Reden. Da bist du voll bei mir. Ja. Weil ich bin noch ein Baumfanatiker. Ja, genau. Das ist das Einzige, was das bringt. Ein Feld, zwei Pflanzen. Und wir müssen, damit das passiert, müsste eigentlich jeder hier ein Feld mitbringen und dann müsste man sich hier festsetzen im Tiergarten. Das mit ein paar hunderttausend Menschen irgendwo. So. Das ist das Einzige, was das bringt. Vorher, wenn das nicht passiert, dann gehen wir halt unter. Müssen wir halt aus dieser Sache lernen und hochzukommen ist immer wieder schwer. Aber es wird dann in 50 Jahren vielleicht auch wieder so sein. Ne? Ja, es ist laut, okay. Ja, es ist so laut, mein Freund. Schöne Zeit! Und ja, guten Tag. Jo, moin. So, jetzt, ja, jetzt. Albin Produktion macht auch ein bisschen Video. Das macht Sinn. Albin, bitte, mag den Kiechen bei YouTube. Super, super. Stefans Impression. Ja, auf jeden Fall. Schöne okay. Zeit wünsche ich. Gleichfalls. Auch die Zuschauer da. Jo, danke. Wie der weltweit größte Chor. Wir sind die Ungeimpften. Ihr könnt ruhig auf uns schimpfen im Chor. Doch wir werden standhaft bleiben. Ewig kann nicht Winter sein. Alles dunkel muss zum Abgrund. Die Wahrheit, die wird Sieger sein. Wir sind die Ungeimpften. Ihr könnt ruhig auf uns schimpfen im Chor. Ja, super. Aber ich habe dich schon mal interviewt. Du warst schon länger mit dem Hut unterwegs. Der Hut habe ich nur seit
der Dortmund-Demo, glaube ich, im August. Nach der Berlin-Demo habe ich den gemacht. Ja, ja, habe dich schon mal getroffen, vorhin irgendwie mal. Ja. Aber du bist standhaft geblieben. Ich bin immer so, wenn ich konnte, zu den Demos ungeimpft. Nee, transgeimpft bin. Ich fühlte mich so geimpft, dass keiner das Recht hat, an meiner Impfung zu zweifeln. Transgeimpft? Transgeimpft, ja. Naja, gut. Komm mal, trans durch den Winter. Gut, den schönen Sommer, den wir haben. Ist doch schön. Also heute ist optimal. Der Wetter ist mit uns. Ja. Heute Abend um 8 kommt wieder Regen und jetzt ist super. Denke ich auch. Alles klar. Mhm. Halt die Ohren steif, mein Freund. Ja. Ihr Menschen, ihr seid klasse. Berlin steht auf für den Frieden. Michael Ballweg, also einen Tag später in seinem Freund und Anwalt, der die ganze Zeit an seiner Seite gestanden hat und ihn schließlich aus der Untersuchungshaft rausgeholt hat. Live Michael Ballweg. Und Berlin, schön hier zu sein, schön wieder in Freiheit zu sein. Und heute stehe ich hier, mein gesamtes Vermögen, einschließlich meiner Firmen, ist von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Und es kann sich nach Aussage meiner Anwälte noch 3 bis 10 Jahre hinziehen. Ich war mehr als 9 Monate unschuldig und aus politischen Gründen im Gefängnis. Ich habe kein Konto und keine Wohnung und manche würden sagen, er hat alles verloren. Das habe ich aber nicht. Im Gegenteil, ich habe viel gewonnen. Das Leben ist heute viel echter und ehrlicher. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und ich erfahre eine tolle Unterstützung, moralisch, spirituell und auch finanziell. Und dafür möchte ich euch von Herzen danken heute. Und ja, ich würde die Demonstration wieder organisieren. Ja, ich würde mich für die Grund- und Menschenrechte einsetzen und mich gegen eine Regierung stellen, die menschenverachtende Maßnahmen zur Eindämmung einer vermeintlichen Pandemie befiehlt, auch wenn es am Ende bedeutet, dass man mich dafür einsperrt. Ich
Ich ernähre mich mit gesunden Lebensmitteln, am besten vom lokalen Biobauernhof um die Ecke und unterstütze lokale Geschäfte. Und vor allem, ich bewahre jeden Tag eine fröhliche Geisteshaltung, aus Freude an Veränderungen. Wir haben uns diese Zeit für unser Leben ausgesucht und wir dürfen uns darauf freuen, welche Herausforderungen und Lösungen uns das Leben anbietet. Und dafür setze ich mich jeden Tag ein, denn nur wenn wir uns selbst verändern und nicht mehr mitmachen, dann verändern wir das System und schaffen eine neuere und schönere und bessere Welt. Und dafür benötige ich eure Hilfe und eure Unterstützung und ich danke allen, die das bereits tun. Die Zukunft gehört den Menschen, die ihrem Herzen folgen, egal was die Kritiker sagen. Denn es waren schon immer die Außenseiter, die die Welt verändert haben und die einen echten und bleibenden Unterschied machen. Vielen Dank, Berlin. Schön, dass ihr alle da seid. Danke. Es gibt nicht viele Bewegungen, die es schaffen, über einen so langen Zeitraum so viele Menschen auf die Straße zu bringen und so viele Menschen zu bewegen. Das Wichtigste ist nicht, dass man mit seiner Kritik anfängt. Das Wichtigste ist, dass man mit seiner Kritik durchhält. Weil diejenigen, die durchhalten, die werden sich am Ende auch durchsetzen. Und dafür danke ich euch. Dieser Staat will nicht, dass Menschen auf die Straße gehen und ihre Meinung sagen. Und es geht damit los, dass man damals die Gerichte dazu benutzt hat und die Gerichte nur allzu willfährig mitgemacht haben und immer noch mitmachen, Menschen zu bestrafen, die auf die Straße gehen, ihre Meinung zu sagen. Genau das passiert jetzt, wie gerade eben mit Chris. Wenn jemand auf der Demonstration seine Meinung sagt, dann gibt es gleich Strafanzeigen wegen Beleidigung, wegen Volksverhetzung. Und das muss man sich mal vorstellen. Wenn Menschen sich hinstellen und davor warnen, was passieren kann, wenn der Staat die Macht willkürlich ausübt, dann werden sie, wie zum Beispiel Professor Bhakti, auf einmal wegen Volksverhetzung vor Gericht gestellt und die Botschaft ist völlig klar, ihr sollt eure Meinung nicht sagen, ihr sollt gefälligst als Konsumenten funktionieren und bloß nicht kritisch sein und kritisch eure Meinung nach außen tragen. Und alle diejenigen, die Täter geworden sind und auch immer noch Täter sind, nämlich die Richter und Richterinnen, die immer noch Menschen verurteilen, weil sie keine Abstände eingehalten haben zum Beispiel. Oder die Richterinnen und Richter, die einen Arzt verurteilen, weil er der Auffassung ist, diese Impfung ist keine Impfung und diese Impfung schädigt. Es kann doch nicht sein, dass der Staat kriminalisiert, wenn man eine andere medizinische Auffassung hat. Und das tut dieser Staat. Und es ist in Bochum ein Arzt zu 2 Jahren und 9 Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er sich gegen diese Impfung geweigert hat und es stehen andere Ärzte vor Gericht und sollen verurteilt werden, weil sie der Auffassung sind, ich habe eine andere medizinische Meinung. Das muss man sich mal vorstellen. May there always be blue skies. May there always be mama. May
ich war heute der Einzige, der in der Polizeimaßnahme war. War noch jemand in der Maßnahme heute? Nein. Okay, ich hatte die Ehre. An dieser Stelle, wie kann es sein, dass im Wertewesten ein Julian Assange immer noch hinter Gittern sitzt? Durch das Volk und damit das Recht auf Widerspruch und Zweifel am Kurs der Regierung ist vom Staat inzwischen so ernst gemeint wie der angegebene Verbrauch bei SUVs. Die Gebrüder Grimm und ihre Märchen scheint man sich hier im Regierungsviertel als Vorbild genommen zu haben. Kleiner Unterschied: Wer seinerzeit ein Märchen der Gebrüder Grimm nicht hören wollte oder wer es nach dem Hören einfach als das bezeichnete, was es war, nämlich ein Märchen, bekam deshalb keinen Stress mit den Grimms. Die Grimms schickten auch keine privaten Schlägertrupps im Antifa-Look, denn sie hassen Deutschland, weil sie unfähig sind, echte Verantwortung zu übernehmen. Sie leiden unter Demokratieintoleranz und sie sind autoritätstüchtig. Es macht ihnen nichts aus, dass Deutschland von den USA immer noch wie ein 53. Bundesstaat behandelt wird. Sie, werte Regierung, haben keine echte Wertschätzung für unser Nachkriegsdeutschland. Sie haben keinen Respekt für die Aufbauleistung der Nachkriegsdeutschen. Sie können mit Patriotismus nichts anfangen, denn sie sind mit ihrer linksgrünen konservativen Ideologie, die im Kern null mit Grün und Links zu tun hat, nur Vertreter einer entwurzelten Generation, die Heimatland, Muttersprache, Familie für ein Zeichen brauner Vergangenheit hält und alles dafür tut, um eine Gesellschaft zu etablieren, die vorgibt, keinerlei Grenzen mehr zu kennen. Sie sind aber reine Theoretiker. Und in der Praxis sind sie von ihrer persönlichen politischen Karriere vor allem gescheitert. Sie versprechen vollkommene Freiheit. Aber wehe der Bürger, möchte diese, ihre Freiheit nicht haben? Dann ist ab sofort Schluss mit Regenbogentoleranz. Und Rot-Grün zeigt gemeinsam im Farbtopf seine wahre Farbe, nämlich Braun. Und die Diskussion der Blöcke untereinander zu boykottieren, sind demokratiegefährdend. Und wir hören Macht.